Wir brechen auf Richtung Norden zu den prähistorischen Ganggräbern von Noth. Nicht so bekannt wie das große Grab von Newgrange, aber in einem authentischeren Zustand. Megalithanlagen nennt man diese Grab- oder Kulturorte. Sie stammen aus der Jungsteinzeit, also zwischen 4000 und 2000 vor Christus, und waren in ganz Nord- und Westeuropa verbreitet. Hier allerdings steht eine der größten Anlagen. Von oben sieht man die Anordnung, kleine Satellitengräber um eine riesige Anlage. Mehr als 5000 Jahre alte Kunst. Originalornamente, die die äußeren Stützmauern der Hügel bilden. Wir stehen jetzt also hier auf einem Tumulus, dem größten übrigens der Welt. Gigantische Ausmaße, 5000 Jahre alt, umgeben mit lauter Steinen, wo Schicht um Schicht das Ganze 20, 30 Meter hier erhöht waren. Riesengroßes Areal hier oben, das war der Sammelplatz für das Königreich Brega. Irland bestand damals aus ungefähr 50 Art König, kleinen Königreichen, und es war eben eines davon und diente eben zur Besiedlung später. Und ganz am Anfang war es eine Kultstätte. Vor 5000 Jahren fanden Verbrennungen statt und dann 2000 Jahre später waren es dann quasi Beerdigungen hier an dieser Stelle. Irland ist reich an Megalithgräbern, 1600 hat man bislang entdeckt. Das Besondere war, dass diese ganzen Steine hier 50, 60 Kilometer weit hier aus Wicklow hier hingebracht worden sind, hier aufgetürmt worden sind und dann, wie Martin schon gesagt hat, Schicht für Schicht aufgebaut. Und später sind erst die Gänge reingekommen und nach einer gewissen Zeit haben unterschiedliche Kulturen dieses Gebiet besiedelt und hier oben hat dann also so ein richtiges kleines Dorf sich dann entwickelt. Weiter geht's. Rund 2 Stunden dauert die Fahrt über die M1 von Dublin nach Belfast. Wir sind nach Nordirland reingefahren. Nirgendwo ein Hinweis, dass wir die Grenze passiert haben. Keine einzige Veränderung. Veränderung, die Farbe von der Autobahnanzeige. Ja, genau, die Schilder der Autobahn haben sich geändert von blau auf grün. Da sind sie, blau auf grün. Aber wir fragen uns natürlich, wie soll einem Brexit hier innerhalb kürzester Zeit eine Zollstation entstehen? Also die können höchstens römische Zelte aufstellen, Partyzelte, und dann hier anfangen, den Zoll zu erheben. Ja, an die 60 haben wir uns hier strikt gehalten, macht ihn jedenfalls. Was wir festgestellt haben, ist, wir sind dauernd überholt worden, gerade eben. Bis wir natürlich kapiert haben, dass es keine 60 Stundenkilometer sind, sondern hier sind 60 Meilen erlaubt, also ungefähr 100 Stundenkilometer. Sicher hat Belfast ein paar beeindruckende Gebäude. Oft überwiegt ein schriller Mix. Der viktorianische Pomp zeugt von einer anderen Zeit. Die City Hall beherrscht das Stadtzentrum. 1906 wurde das Gebäude fertiggestellt. Und dann geht es an die Orte, die sich in die jüngere Geschichte eingegraben haben. Dort, wo die Troubles waren. Die Grenzlinie zwischen Protestanten hier mit dem Union Jack und dort, oberhalb der Mauern, die Katholiken. Der Cupperway mit seinem Peace Wall. An diesem Sonntagmorgen keine Menschenseele außer uns, dort wo sonst Touristen an den Wänden ihre Glückwünsche und Hoffnungen eingravieren. Auch wir tragen uns ins offene Wünschebuch ein. Ein geschlossenes Tor, heute eher Symbol für die einstige Trennungslinie. Über ein paar Umwege ist der obere Teil zu erreichen. Hier haben die Katholiken ihre Märtyrer ausgestellt. Im Stadtviertel Clonard, benannt nach der nahen Kirche, erinnert eine Gedenkstätte an die Ausschreitungen 1969. Die katholische Bombay Street wurde von aufgebrachten Unionisten dem Erdboden gleichgemacht. 8 Menschen kamen damals bei den 3 Tage anhaltenden Unruhen ums Leben.
Es fällt uns schwer, als schnell durcheilende Touristen die Wucht der Ereignisse von damals zu begreifen. Doch was wir später im Gespräch mit einem katholischen Nordiren erfahren ist, es war nicht der Glaube, weshalb sich die Gewalt entzündete, es war die soziale Ungleichheit der katholischen Nordiren, die sich unterdrückt sahen in einem protestantisch-anglikanischen Herrschaftssystem. Noch heute werden die Engländer und ihre Nachfahren, die Unionisten, als Kolonialherren in Irland betrachtet. Wenn ich mir die heroischen Bilder und die Schilderungen auf den Murals ansehe, dann kann ich erahnen, wie sinnstiftend so ein nationaler Kampf in einer tristen Umwelt sein kann. Da produziert jeder Tote ein Zugehörigkeitsgefühl und der Konflikt reproduziert sich in einer ewigen Schleife. Etwas weiter in einer Ausfallstraße sind die Wandbilder aktueller geworden. Sie thematisieren die Unterdrückung der Palästinenser durch Israel oder den Krieg der Saudis im Jemen. Das andere Belfast, links das futuristische Titanic-Museum, es erinnert an ein großes Kapitel der Stadt, dem Schiffsbau. Hier wurden die Passagierschiffe und Ozeanriesen gebaut, die so viele Aussiedler in die neue Welt brachten. Hier ging die Titanic vom Stapel. Zum Abschluss dieses Kapitels noch ein Blick auf das heutige Werftengelände vom Titanic-Museum aus, das wir euch leider vorenthalten. Das aber eines der tollsten Museen ist, die ich je gesehen habe.